Werft nochmal einen Blick auf diese Stadt, denn wir werden sie gleich verlassen und nochmal herkommen. Neuer Versuch aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Pizza Connection 2. Moskau die 5 laden. Mann, diese Einflusskreise. Oh, können wir das Geld nicht mitnehmen? Auf ihre eigene Initiative hin, ihre General von... Hören wir uns jetzt mal nicht an. Ich würde ganz gerne mal Stopp drücken. Moment. Die hole ich mir. Der hat jetzt... Opa, da hatten wir. Hier unten ist immer noch frei. Da hat er sich geholt. Die lief auch nicht verkehrt. Ich glaube, hier unten, die lasse ich mal sein. Bei den Docks gibt es nichts zu mieten, ne? Ich gucke nochmal kurz. Laut Karte irgendwo in der Mitte, oben links, relativ. Ja, die hatten wir. Hatten wir. Hier gab es doch noch eine versteckte Filiale, Moment. Hat er sich hier eine Filiale gemietet? Ist hier eine versteckt? Das ist eine frei einsehbare. Hier auch. Wo war das mit der versteckten Filiale, wo die Liederne war? Das war relativ nahe beim Sondergebäude. Ich meine, das war hier in der Ecke. Hier müsste die gewesen sein. Ich kümmere mich erstmal um die eine Filiale. Die bringen wir jetzt zum Laufen und ich gebe mal noch nicht für eine zweite was aus. Die Konkurrenz hat schon ihre zweiten Filialen, deswegen werden die nicht mehr gehen. Welche Uhrzeit der geile Leute? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh. Du bist doch der. Ja, raus hier. Wie gesagt, wir bringen erstmal eine Filiale auf Vordermann. Ich muss irgendwas anders machen als beim letzten Mal. Ah, das Kino gibt schon was her, schaut mal. Ich muss irgendwas anders machen im Vergleich zum letzten Mal. Deswegen bauen wir die Filiale voll aus, mieten uns auch bloß ein Lager und holen uns den billigsten Lieferanten. Ach du Kacke, ey. U-Bahn-Anbindung sollte schon relativ da sein, wobei darauf kann ich jetzt nicht achten. Dann stellen wir halt wirklich einen auf Burschen mehr ein. Der kostet halt 150 mehr. Hauptsache das billigste Lager. Jetzt bauen wir aber dafür auch direkt mal einfach aus auf Stufe 2, damit wir noch die Mission machen können mit Lager ausbauen. In einer Filiale fehlt Personal. Boah, hier kommt echt was zusammen. Also der Standpunkt ist wirklich Gold wert um das Kino herum. Okay, dann kann ich schon mal die Speisekarte laden. Der hätte die Filiale hier auch noch, ne? Aber die haben gerade ihre zweiten Filialen. Die werden sich so schnell keine dritte gönnen, haben wir ja gesehen. Was hier los ist? Also, die Ecke hier ist wirklich Gold wert. Glaubt man gar nicht, so ein einfaches Kino. Was ist hier sonst noch? Die gehen da rüber zur Oper vielleicht? Weil aus der U-Bahn-Station kommt halt ist abgeschlossen. Eine Menge an Leuten. Wir werden auf jeden Fall wieder auf einfache Einrichtungen setzen. Lieferanten muss ich noch wählen bei Gelegenheit. Wachen muss ich auch einstellen. Hauptquartier muss ich nicht so gut beschützen, da werden einfach keine Leute reinkommen. Die werden ihr Hauptquartier nicht so hochtreiben können in der Kürze der Zeit. Was hier leider schon an Einnahmen flöten geht, ne? Weil ich zu spät angefangen habe. Gut, die haben auch noch nicht offen, insofern geht das schon. Die Filiale werden wir uns auch noch gönnen. Ich werde die aber mal beobachten. Wir haben gerade keinen Zugzwang, weil die anderen schon ihre zweiten haben. Ist abgeschlossen. Das Plunderlager? Doch so billig gehen? Weiß ich nicht. Ich muss mal kurz einen finden. Solange wir keinen haben, können wir nicht einen auswählen da unten. Preisniveau für den Arsch. Restpostenmarkt. Da sind sie alle, dann gehen wir da auch hin. Hat wohl seinen Grund. Und der Grüne hat ja vorhin auch Erfolg. Restpostenmarkt. Hätte ich echt nicht gedacht, dass ich das auch mal eingehe. Ist abgeschlossen. Personal.
Kurz nach Mitternacht war hier viel los und ist auch jetzt noch. Na, wobei, jetzt wird's gerade weniger, dann machen wir es mal so für den Anfang. Dann brauchen wir aber auch gutes, viel Personal, weil hier war vorhin die Hölle los bei dem. Ich will Musik haben. Erstmal Rock, ich glaube, hier waren Kinders, oder? Neu. In einer Filiale fehlt Personal. Bin ja schon dabei. Konnichiwa. Och. Mann. Ist nicht euer Ernst, oder? Die letzten drei müssen direkt mal raus. Bürgermeister kommt. Tschüss. Wenn das das Arbeitsamt sieht. Gerade eingestellt, schon wieder rausgeschmissen. Konnichiwa. Natürlich sind jetzt wieder hier. Oh Mann. Konnichiwa. 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 Haut ab, ey, ich will euch nicht. Personal, meine ich hier, Wachen. Haben wir ja gerade gesehen, wie böse das war. Erstmal müssen zwei reichen. Oh. Gut, wir richten eh gleich noch ein. Insofern kann es uns gerade relativ egal sein, aber. So. 1, 2, 3, 4. Und dann 0 Uhr wieder. Nanika. Konnichiwa. Ah, Mann. Konnichiwa. Konnichiwa. Was ist das denn für ein Personal? Konnichiwa. Konnichiwa. Eins der Schlechten muss raus. Du fliegst. 60 Jahre und schon am Ende. Oh nee, hier geht das ja genauso weiter. Also Tokio will mich echt ärgern. Jetzt haben wir schon die 6. Wir brauchen aber insgesamt 8. Oh, hier auch so ein Dödel. Sonst fliegen hier ein paar raus. Halt. Du kannst gleich wieder gehen. Du bist auch nicht gut. Wenn auch beliebt, du bist einfach nicht gut. Der kann bleiben. Du kannst auch noch raus. Jetzt sind es aber bloß 3. Ups. Dann kommst du noch rein. So, Manager noch. Ah, so, stimmt ja. Gut, dann halt nicht. Dann können wir die dritte Wache mal schicken. Und schnell bestuhlen. Speisekarte habe ich schon geladen, ne? Ja, siehe da, die Pizza kommt mir bekannt vor. Ja. Da. 2 werden erstmal reichen. Heizung. Erstmal bloß eine Filiale gucken, wie die läuft. Und sobald wir, sagen wir mal, 150.000 im Plus sind, hole ich mir die hier neben, die nächste. Wirklich eine ganz neue Strategie, die ich hier fahre, aber ich muss ja irgendwas anderes machen. Irgendwas anders machen im Vergleich zu zuvor. Machen wir es mal so. Jetzt beginnt die Schicht, endlich Einnahmen. Noch zehren wir von unserem Guthaben. Noch irgendwas vergessen. Lager habe ich, Lieferant, Speisekarte, Personal eingestellt. Ich habe auch schon Wachen drin. Ja, sieht eigentlich gerade ganz gut aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, ein was habe ich vergessen. Missionsangebot wird auch noch heute kommen. Nee, vielleicht habe ich doch gar nichts vergessen. Lieferservice, doch. Aber ich lasse die erstmal Zutaten reinbringen. Und ich habe eh gerade anderes zu tun. Und nein, ich werde hier nicht mit Zweierstühlen
am Tisch anfangen. Die Bewertung wird schon gut genug sein, siehe da. Da kann ich auf die paar Prozente dann noch verzichten. Lieber habe ich hier eine effizienzgetrümmte Filiale, wenn schon alles so arschteuer ist und ich mich da einfach anpassen muss. Also hier in Tokio werden wir auf jeden Fall nicht auf den Gedanken kommen, irgendwie an der Pizzaqualität zu schrauben. Stellt euch mal vor, wir müssten hier einen Gourmet-Stern bekommen. Wir müssten unser Personal vielleicht so aufpeppen müssen. Sie benötigen in einer Filiale. Wir müssten unser Personal so aufpeppen. So. Schön an der Heizung, damit keiner friert. Ne, dann halt nicht, dann doch mal abweichen. Hier können sie aber an der Heizung sitzen. Hier kommen gut Leute rein, das gefällt mir. Wir haben gut Personal eingestellt, insofern sollte uns das nicht auf die Füße fallen. Ich muss ja wirklich auf Effizienz gehen. Irgendwie schick kann ich mir jetzt mal nicht so erlauben. In Moskau hatten wir ganz viel Zeit dafür. Hier steht schon überall mal ein Stuhl. Na, da oben jetzt dann doch nicht. Ah, da liegt schon Dreck, das ist blöd. Kann die Wache die nicht zur Seite treten? Oder vielleicht zur Not zur Seite schießen? Hm? Und daran erlaubt sein. Ist immerhin ein Notfall. Kommst du her? Wie gesagt, wir kümmern uns erstmal um eine Filiale. Ist aber schon fies, dass die Konkurrenz sich immer die Rosinen rauspicken kann, weil es hier kein Spiel stoppen gibt, währenddessen man selbst gerade was machen will. Ich kann das Spiel stoppen, ja, aber dann bin ich hier im Speichermenü zum Beispiel. Der Stuhl wollte nicht. Also die Filiale wird schon ein halbes Stück Gold wert sein. Machen wir hier mal einfachen Abstand, weil hier Tür. Preise fällt mir gerade ein, weil es so viel klingelt. Oh, noch sind sie uns sehr wohl gesonnen. Hauptsache Yuppies. Fast nur Yuppies hier. Boah. Und gerade die mögen die Einrichtung nicht. Ja, tut mir herzlich leid. Modern klatschen wir jetzt nicht rein. Wir müssen erstmal zu Geld kommen. Wir könnten uns das immer noch überlegen. Moment, ein was will ich jetzt mal gucken. Wie sieht die Bewertung aus? 68 kann sich sehen lassen, auch wenn die Einrichtung nicht mögen. Dann nehmen wir das einfach in Kauf. Wie sie alle mit dem Stuhl rausrennen. Lass die Stühle hier. Ich hab doch kein Geld. So, machen wir die drei Tische noch und dann ist erstmal Schluss. Boah, was hier an Leuten reinkommt. Der war gar nicht so gut, der Grüne. Der hatte bloß eine geile Filiale, einen geilen Standort. Also nichts mit harter Arbeit, einfach in den Schoß gelegt bekommen. Jetzt haben wir die beiden Standorte dann bald. Den einen hier schon und den da oben können wir uns ja auch noch gönnen. Alter, wie das hier abgeht, wie viele Leute hier drin sind. Okay, man braucht auf jeden Fall Kartenkenntnis und ja, hatte ich auf jeden Fall nicht. Gut, Manager muss auch bald sein. Ich guck mal kurz. Hier ist aber gerade echt wenig los. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Oder hatte der die Filiale? Ich glaube. Der hatte verdammt viel drumherum, ne? Mit Uni, Fabrik und so. Na egal. Munition, sag ich, Missionsangebot. Hauptquartier nächste Stufe. 5 Ratten. Nö. Alter, wie es hier abgeht. Okay, es geht gerade niemand ohne Bestellung nach Hause. Klotze ich noch mehr hin. Na. Du Maus, du. Jetzt hat er es schon wieder nicht gemacht. Hey. Kackwach, geht er wieder hin. So, kann jetzt bitte hier niemand lang gehen. Es wäre höchst freundlich. Vielen Dank auch. Oh, jetzt steht da oben eine Wache. Missionsangebot. Polizeigebäude, Punkärgerei. Nur die Hälfte. Wieder eine Stuhl da steht. Mal gucken, ob sich einer hinsetzt. Wie gesagt, die brauchen nicht zwingend Tische zum Hinsetzen und zum Speisen. Man kann auch die ganze Filiale nur, wie das hier voll ist, mit Stühlen vollklatschen.
Dann ist die Bewertung zwar nicht ganz so gut, aber man macht auf jeden Fall Umsatz. Oh, was habe ich nie von Abstand? Das passt ja gar nicht. Der Stuhl ist auch nicht auf einer Höhe. Nicht hinsetzen. Wollte er gerade dahin? Nee, ansonsten hätte ich den Stuhl nicht dahin nicht umplatzieren können. Nee, dann kommt hier gar nichts und dann kommt die Unterhaltungselektronik hin. Oh, am Ende holt sich denn jetzt jemand. Nein, ich kann die beiden nicht verkaufen, weil die schon zugewiesen sind. Ist doch ein Punk, oder? Nee, das klang gerade so. Baloo, Promi. Ich kann die gerade nicht verkaufen, weil sich gerade jemand hinsetzen wird. Was platzieren geht? Da ist jemand krank, das ist nicht gut. Warum? Jetzt kann ich das verkaufen. Erste Mission gucken. Aha, in einer 3-Stunden-Zone 30 Gäste bewirten klingt gut, aber die Belohnung ist von Popo. Den Bürgermeister ermorden lassen. Ein neues Missionsangebot erhalten. Oh, keine Bestellung. Naja, dafür gibt es aber nicht so viele bei uns. Da wird die Konkurrenz deutlich weniger draus machen. Hier, schaut mal, schicke Blümchen, 60.000 im Plus. Ich muss gleich mal die Schwachstellen bei unserem Personal ausmerzen. Stadtweite Werbung von 45%, Hauptlieferant 45% günstiger. Diese Filiale, ich fasse es nicht, hier kommen ja noch mehr Leute. Stadtweite Werbung mit Stufe 3. So, Personal, Schwachstellen ausmerzen. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Einrichtung bei einer Zielgruppe mindestens 70, 10% Charakterwerte, nicht so schön. Das ist eine Schwachstelle. Ah, auch bei einer Kur sind die langsamer, ne? Konnichiwa. Kur. Ja, Arbeitskraft. Erholen. Gesundheit. Genau, halbe Leistung. Okay, wenn wir kurieren, dann lassen wir auch gleich mal ausbilden, damit sich das lohnt. Mehr Geld und damit es sich lohnt. Nö. Sicherheitshalber. Und damit es sich lohnt. Und damit es sich lohnt. 5 Laufburschen außer Haus. Ja, könnten wir noch machen, wenn wir denn mal welche zuweisen zum Lieferservice. Ne, für 5 Ratten kostenlos. Nein, danke. Lass ich mal. Ich werde schon gerade ein paar zur Kur schicken müssen und wir verlieren jetzt schon Leute, weil wir sie nicht bedienen können. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Wie gesagt, wenn Kur, dann auch gleichzeitig ausbilden. Wie viele fallen denn jetzt unter die halbwegs Hemmschwelle für mich, wo ich sage, hier kurieren. Na gut, die jetzt endlich mal nicht. Da oben der nächste, der geht, aber hält sich alles noch in Grenzen. Du dann auch gleich hier. Das war, glaube ich, der Typ, den wir da gesehen haben. Hier muss ich nicht, hier aber schon. Kann nichts, aber bekommt mehr Geld. Das fällt mir an sich gar nicht. Du bist grenzwertig, bevor du rausfliegst. Oh, 5 Minuten noch zu spät, Holz vom Schläger. Schade, etwas zu spät für die 1-Stunden-Grenze hier. Verhauen die nächsten 2, aber noch lohnt sich die Filiale auf jeden Fall. So, wenn bloß 4 rausgehen, das habe ich schon schlimmer erlebt. So, einmal durch. 13.000 im Plus und das für den ersten Tag mit Einrichtung. Achso, wir haben schon den nächsten Tag, deswegen ist das hier schon gar nicht mehr drin. Wie es hier aussieht. Was? Achso, er wird gerade. Ha, okay, der erste Tag ist gleich vorbei. Die erste Schicht. Was für eine Goldgrube, diese Filiale. Missionsangebot erhalten. 20 Gäste ohne Bewirtung, maximal. Spezialrezept, 10% plus. Also überwiegend Yuppies, ne? Dann werden wir die Filiale mal auf Yuppies ausrichten, was den Musikgeschmack angeht. Yuppies, dann Bonzen. Jazz, Klassik, Meditativ. Die haben beide Klassik, ne? Klassische Musik, genau. Dann machen wir Klassik rein, dann bedienen wir auch die Bonzen. Die nächsten 4, 5
Sie haben ein aber noch alles im Rahmen. Speisekartenbewertung mindestens 80. Ausbau, nur die Hälfte des normalen Preises. Nee, wenn es kostenlos gewesen wäre, hätte ich es gemacht, aber ich will jetzt nicht zwingend für das Hauptquartier 30.000 ausgeben in der aktuellen Lage. Auch wenn wir es jetzt eher haben als vorhin. Nee, es lohnt sich nicht. Der wird auch gleich gehen, wenn er nicht gleich bedient wird. Gehen die? Na. Hat er noch eine zweite? Nee. Na dann, tschüss, Prol. Gut, dann machen wir aber erstmal eine Pause. Also die Filiale, es war gut neu zu starten, ist wirklich eine Goldgrube. Ein neues Missionsangebot erhalten. Wer Tokio spielt, braucht diese Filiale. Also dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.